Mensch, Artyom, du gehst aber auch immer durch die tiefsten und dreckigsten Löcher, ne? Oh, guck mal, wer da ist. Da ist dein Freund. Hey. Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Na klar. Du bist ein echter Ernsthaft? Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Alles klar, pass mal auf. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Ja. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Oh ja. Und weiter hier durch die Scheiße kriechen. Oh Mann, Artyom, echt jetzt. Spinnen immer und du kommst immer wieder in dieselbe Scheißsituation, ne? Das merkt man richtig. Mann. Du? Oh, hier sind die Messer. Ah, ich habe jetzt den Schalldämpfer nicht mit. Schade. Naja, wir kriechen hier noch ein bisschen durch die Gegend, machen die Lichter hier wieder aus. Nein. Meine Mutter ist eine Nutte. Na also, geht doch. Und da sie eine Nutte ist, sag ihr doch Bescheid, dass du verrückt bist. Wenn du hier bist, passt niemand auf dein Lager auf. Kann ich hier hoch? Ich habe den einzigen Schlüssel. Werden deine Brüder. Bist du da fertig? Sind die Funken weg? Fertig am Arsch! Und ich habe euch doch gesagt, ihr hättet diesen Krabbenhandkerl nicht ins Lager schicken sollen. Er war nützlich, auch wenn er ein Freak war. Wenn wir die Scheiße aus der Hand herausbringen, dann haben wir Techniker, Noten und alles, was du willst. 24 Stunden am Tag und kostenlos. Aber bis dahin könntest du mal zur Brücke gehen und nachgucken, was da qualmt. Das könntest du ja, geh mal zur Brücke und guck, was da kommt. Ich mach mal so. Mach den Schalter wieder aus. Zack. Haha. Schon wieder ist das Ring raus. Das muss man selber machen. Oh, da kommt er. Schwein gehabt. Du, der arme Junge. Leid, aber so, hier unten könnte ich jetzt sie auch ausschalten, das mache ich jetzt nicht. Wir sind ja richtige Schleicher heute. Die da oben fallen ja nicht auf. Tut mir leid. Der ist da. Keiner. Oh, ein Schalldämpfer. Gut, dann tauschen wir mal. Das ist gut. Oh, hier ist die Kühldingin. Gefrierhaus, die Abteilung für kalte Sachen hier. Da kommen wir längs. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee, hier ist nichts. So, dann gehen wir hier rein. Oh, was haben wir hier? Achtung, Kara, oh. Da funkt einer. Hast du das gehört? Der Alarm gilt noch immer. Du könntest wenigstens deine Waffe bereithalten. Ich habe meine Waffe in meiner Hose, während du deine im Buff abgegeben hast. Das ist gut, ja. Diese Waffe wird uns verfickt viel helfen, wenn die Roten kommen, um deinen Arsch zu holen. Ist das jetzt eigentlich die hier? Das ist die, ja.
So, wo ist was? Und da ist ein Schalter. Da sind zwei. Drück mal Schalter hier. Sicherung aus. Scheiße, das Licht ist schon wieder aus. Ja, kann dann hängen. Was ist heute damit los? Kannst du da mal nachgucken, während ich hier die Schalter ausprobiere? Mach das. Jungs, geht mal alles gucken. Ich hoffe, du blendest hier nicht in meine Richtung. Na? Alles okay hier. Was ist einer? Gar keiner. Ist nichts los. Alles gut. Was denn? Nix. Nichts passiert hier. Hier ist gar nichts los. Vor allen Dingen, jetzt habe ich hier einen Schalldämpfer und habe dann auch noch so ein Nachtsichtvisier. Das ist ja richtig geil. Ich muss da hinten noch einmal hin kurz und dann einmal gucken. Was hast du hier mal, Freund? Hä? Hier? Oh, hier haben wir auch noch einen. Muss ich die alle töten? Ich glaube nicht, oder? Ja, Tabulator halten. Um eine Wurfwaffe auszuwählen. Ne, das ist gut. So, das wäre jetzt hier. Okay. Hätte ich jetzt hier hoch können? Und hätte rum, hätte die gar nicht erschießen müssen. Okay. Okay. Aber egal. Wo ist er denn? Komm, mein Freund. Komm. Komm um die Ecke. Komm. Zack. Tut mir ja leid, aber gib mal auf Eier. Und wenn ich einen Schalldämpfer habe, benutze ich ihn auch. Dann komme ich nicht durch. Umsonst, umsonst. Was haben wir hier? Ach, hier hätte ich auch noch rüber... Oh, yeah. Das hätte mir mal auch einer sagen müssen. Hier hätte ich auch noch rüber gekommen. Lalala. Jetzt können wir das Licht anmachen. Tada! Huhu! Gehen wir nochmal gucken. Ist hier noch irgendwas? Nix, 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 nix. Und jetzt ist hier offen? Nee. Okay, hier komme ich dann auch nicht längs. Also muss ich da runter. Weiß nicht, ob ich da längs kann oder ob ich denn da hinten irgendwo durch die Tür gehe. Ich glaube, ich gehe hier runter. Öffnen. Ah. Ui, hier ist ja richtig was los. Hier ist ja richtig was los. Was haben wir hier? Ist gar nichts. Ach, wir könnten jetzt hier unten. Mach mal die Tür zu. Tja. Also gehen wir hier rechts gleich rein und gucken einfach mal. Was haben wir hier? Weg damit. Was ist das? Cool, Munition und etc. Pepe. So, meine Freunde, oder? Könnte jetzt ein Krieg vom Zaun brechen, aber das möchte ich ja gar nicht. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß es nicht. Guckst du zu? Die sagen, er wird hängen. Ich habe genug. Es ist die verdammte Zugluft. Ich sollte meinen Sohn verletzen. Wahrscheinlich, dass ich mir jetzt an Erkältung einfache in der Schule übernehme. Den Sorgen immer zeigen, was schlecht ist. Ist kalt hier. Geht es hier los oder was? Ja, das zieht hier. Aber volles Rohr. Da ist sie.
Treppe. Oh, ja. Gehen wir mal hier links. Gehen wir da links. Und gehen wir hier rein. Oder gehen wir Risiko ein. So. Bewegt er sich hier in meine Richtung? Was ist denn da oben? Ich weiß doch gar nicht, was los ist. Ich hab nichts gemacht. Letzten Speicherpunkt laden. Das war schlau. Ich bin einfach hochgelaufen, weil ich einfach gucken wollte, was ist. Gut, da komme ich auf jeden Fall nicht längs. Da muss ich vielleicht hier wieder runter, oder? Ja, muss ich hier runter. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens wieder, wie es weitergeht. Muss man ja auch mal wissen, ne? Jetzt bin ich direkt unter der Treppe. Jetzt kann ich hier den Sicherungskasten schnell ausmachen. Hey Alex, überprüf mal den Sicherungskasten. Das Licht ist schon wieder raus. Tja, Alex. Das ist die verdammte Zukunft. Wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Ja, oder zwei, oder drei. Oh Mist, oben geht einer und hier unten geht auch einer. Wo ist denn der? Ja, mein Freund. Gut. Das fällt da nicht so auf. Und der ist auch so nett und stickt genau in die andere Richtung. Genau. So muss das sein. Können wir hier reingucken? Den brauchen wir nicht. Oh, was ist das? Ah, so ein Schlüssel für so ein Safe oder so. Geile Sache. Was ist das? Was ist das? Boah, ich hoffe, ich komme da jetzt durch. Ohne irgendwo... Uhu. Wacht auf, verdammt, ihr verehrt! Wie steht's mal noch zu empfinden? Das bricht wie Glut im Kram verkehrt. Verhaftung des gefangenen Spions von der Luftmarine ist eröffnet. Alle reichen Bürger, die gerade nicht im Dienst sind, werden eingeladen daran teilzunehmen. Mann, 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 das ist ja echt aufregend heute hier. Können wir hier ausmachen? Können wir anmachen. Achso, was ist hier für... Oh, okay. Okay, ja. Komm ich sowieso nicht längst, so muss ich da durch. Im Namen des großen Reichs wird der kommunistische Agent, der in der verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Mhm. Fickt euch! Tot den Faschisten! Keine Betracht mehr kommen! Lern nicht das Reich! So, ohne Helfen stellen. Schon wieder sind wir in derselben Situation, mein Freund. Das liegt hier ein zweites Stalingrad. Komm schnell.
Schwein gehabt. Uhu. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg.